Damit unsere Schulen noch sicherer sind, findet zweimal wöchentlich in der ersten Stunde des Schultags ein PCR-Pooltest statt. Nach dem Händewaschen wird zuerst die Poolprobe genommen. Die Schülerinnen und Schüler lutschen für 30 Sekunden am Abstrichtupfer, wie an einem Lolli, nicht kauen. Dann kürzt jedes Kind den Tupfer an der Sollbruchstelle und gibt diesen in ein gemeinsames großes Sammelröhrchen für die gesamte Klasse. Das ist dann der Pool. Anschließend gibt jedes Kind noch eine Einzelprobe ab. Die Schülerinnen und Schüler lutschen wieder für 30 Sekunden am Abstrichtupfer. Dieser wird dann in das persönliche Transportröhrchen zurückgesteckt und die Einzelprobe somit verschlossen. Beide Proben, der Pool der gesamten Klasse sowie alle gesammelten Einzelröhrchen, werden anschließend in ein Labor gebracht. Dort wird der Pool mittels PCR-Testverfahren ausgewertet. Am Abend des Testtags erhalten die Erziehungsberechtigten dann das Ergebnis. Wenn das Pooltestergebnis negativ ausfällt, bedeutet das, dass das Coronavirus bei keinem Kind aus der Klasse nachgewiesen werden konnte. Wenn das Testergebnis positiv ausfällt, bedeutet das, dass mindestens ein Kind aus der Klasse positiv auf das Coronavirus getestet wurde. In diesem Fall werden vom Labor über Nacht die Einzelproben ausgewertet, sodass am Morgen des nächsten Tages das persönliche Testergebnis von jedem Kind feststeht. Schülerinnen und Schüler mit einem positiven PCR-Einzeltestergebnis bleiben dann zu Hause in häuslicher Isolation. Das Gesundheitsamt nimmt anschließend Kontakt zu den Erziehungsberechtigten auf und gibt weitere Hinweise zur Quarantäne. Tests sind ein wichtiger Teil der Hygienemaßnahmen an unseren Schulen. Vielen Dank fürs Mitmachen!